Schreibt rein. Dorian wird es auch gewünscht. Und Bobby, ne? Packe ich auch noch rein. Auf diese lockere gehen wir rein. Und was sagt es? Stell dir mal vor, Barello kommt jetzt. Barello nehme ich auch auf. Vielleicht lade ich das auf YouTube hoch. Dorian kommt. Wir reagieren jetzt, Freunde, auf Dorian. Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade live, gehen in die neue Release-Woche rein und reagieren auf Ibra und Dorian. Sanka heißt das Ganze. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal jetzt gespannt. So, neue Single von den beiden. Zuletzt kam ja Ibra Gefühl, war eine Solo-Single. Das erste Mal, dass Ibra eine Solo-Single gebracht hat. San Andreas haben wir auch schon abgecheckt, ist auch bereits auf YouTube online. Könnt ihr gerne einfach Könnt ihr gerne abchecken. Wir gehen jetzt in die Infobox. Hier steht einfach gar nichts drin. Bruder, wer hat produced? Wer hat Mix Mastering gemacht? Wer hat Video gemacht? Einfach diese Infobox komplett leer. Es ist einfach nur Insta und TikTok drin. Okay, wir gehen rein. Wir müssen hier auch ab und an auf Stopp drücken, ne? Für den Livestream-Chat, weil es auf YouTube kommt. Besser mach nicht auf cool, sonst liegst du heute in der Sanka. 15 Bitches im Pool. Besser mach dich auf cool. Bruder, wo haben die das Video aufgenommen? Das sieht voll cool aus. Wo haben die das aufgenommen? Weiß man das? Ich frage mal den Chat. Auf diese lockere. Der geht ab. Mallorca? Okay. Besser mach nicht auf cool, sonst liegst du heute in der Sanka. Geil, dass die so einen Beat. Dorian Vollbreit ist mir auch aufgefallen, ne? Geil, dass die so einen schön schnelleren Beat, beweglicheren Beat genommen haben. Ein bisschen mal raus aus dieser deepen Schiene. In letzter Zeit, finde ich, kamen zu viele deepen Tracks auf jeden Fall, ne? Problem, check ein Hotel, 5 Stern, High Detail, Class, das Qualität. Steig ein S-Class aus, Puff, mach Spaß und Fotzen, lass dich halt stehen. Bruder, mach keinen Film, du verschwindest und keiner von euch hat. Okay, also. Das war wahrscheinlich die Hook von Dorian. Und ja, ich höre die gleich nochmal und dann sage ich richtig auch, was meine Meinung dazu ist. Aber das hat sich vom jetzt erstmal anhören, hat sich das gut angehört. Hat sich jetzt nicht verkehrt angehört. Mal gucken, Ibra kommt in den Part. Bunter und der Bass wird big, baby, big bunter. Red nicht so viel, baby, geh runter. Das ist alles fick, Brat, ist kein Wunder. Was ich sehen, wir sind 500. Und wenn's mir nicht reicht, hab ich deinen Bunker. Und wenn das nicht reicht. Boah, ich muss ehrlich sein, Freunde. Ich fand Ibra, sein Part irgendwie, hat mich jetzt nicht so krass gecatcht. Ich dachte jetzt vielleicht, der spielt ein bisschen mit der Stimme, weil auf so einem Beat kannst du auch gerne Autotune machen, aber Ibra, sein Part hat gar nicht gecatcht. Was sagt ihr? Was sagt Chat? Ibra schwach? Nein, nicht gut, lame, war okay. Hook ist geil. Das ist halt das Ding, wenn du so einen beweglicheren Beat hast, brauchst du eine ganz simple Hook. Mach mir da nicht irgendwie was Komplexes rein. Eine ganz simple Hook, ganz einfach gehalten, damit auch ein gewisser Ohrwurm gelandet wird. Und ich finde, Dorian hat das gut gemacht. Dorian ist crazy. Hook ist jetzt schon geil. Ja, finde ich auch. Sind die Leute auch so nice. Okay. Man musste Kuh in die Haftanstalt. Wir wollten nur Geld sehen, wollten Geld zählen, wollten verstehen, wie das Game geht. Ich finde, Dorian macht das gerade viel besser als Ibra in dem Part. So Part-Einstieg von Dorian haben mir jetzt schon viel besser gefallen, weil das ist halt, wie gesagt, so ein Beat, wo du auch ein bisschen mit der Stimme spielen musst, schön auch mal in die Höhe gehen kannst. Dorian macht das gut. Ibra hat da, finde ich, einfach puren Rap gebracht. Auf so einem Beat. Naja. Such einen anderen Weg, mach es anders, ich bin nie wieder Täter. Ab heute läuft es gut, keine Probleme mehr, kauf mir jeden Treter. Wer war wirklich Straße, wer war wirklich im Bau? Bruder, war ein solider Part. Bei so Songs ist halt ganz wichtig, es ist wirklich sehr, ist die Hook viel wichtiger als die Parts. Parts sind so Nebensache, ne? Und Hook catcht, bockt, hast du Bock zu hören? Mach dich doch cool. Sonst liegst du heute in der Sanka. 50 Bitches im Pool. Paragebunk hat den Chanta. Besser mach nicht auf cool. Auch dieser Tempowechsel. Besser mach nicht auf cool. Sonst
Da ist einmal so eine schnelle Line, dann wieder eine langsame Line. Schnelle Line, wieder eine langsame Line. Ist cool, ist cool. Die langsame Line sorgt auch für Ohrwurm-Potenzial. Cool. Hat Dorian gut gemacht. Hat er gut gemacht. Der Bruder hat nach Icon 4 schön auseinandergenommen und nimmt auch weiterhin auseinander. Das ist doch cool. Der Release ist gut. Ist ein guter Release. Sehr, sehr starker Release. Woher das Geld für Villa und so? Bruder, der ist bei Sony. Der ist bei Sony. Der Junge hat es geschafft. Man sieht auch, Bauch ist ein bisschen größer geworden, ein bisschen breiter geworden. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Okay, ich glaube, das war's, oder? Von 10 machen wir auch nochmal ganz kurz jetzt. Von 10, was würdet ihr sagen? Für die, die das YouTube-Video sehen, könnt gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Der Live-Chat jetzt. Was sagt ihr? Wie viele Punkte gebt ihr dem Song? Es war schon auf jeden Fall stabil. War auf jeden Fall schon stabil. 7, 8, 6, 8, 6. 6, 8, 7,5. Wegen Ibras Part. Ja, verstehe ich. Also ich bin euch ehrlich, Ich bin dabei 7. Okay. Digga, Dorian hatte, finde ich, auch hier bei dem Song so, Ibra zum Beispiel, seht ihr hier, Gefühl, war ein starker Song. Nichts gegen Ibra, ne? Aber Dorian hatte den hier im Rucksack. Muss man ehrlich sein, so meiner Meinung nach. Chat, glaube ich, auch. Das war's, Freunde, mit der Reaction auf Dorian und Ibra Sanka. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt immer gerne, ob auf was wir schon reagiert haben und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Checkt gerne Twitch ab, auf das Herz klicken, kostenlosen Follow dalassen. Macht's gut, haut rein und ciao.